Irgendwann habe ich angefangen, die Augen vor der Dunkelheit zu verschließen. Ich habe begonnen, die zeitlose Stille mit Bildern aus meiner Erinnerung auszufüllen. Mit dem rotgoldenen Licht des Feuers, das mit seinem vertrauten Knistern unser Versteck erhellt hat. Mit dem Scharren des Kanaldeckels, wann immer einer von uns wegging oder heimkam. Mit dem Lachen der Kinder, wenn sie durch die Gewölbehalle tobten. Mit Jamies Gebrüll, das sich innerhalb einer Sekunde in das hinreißendste Lächeln verwandeln kann, das ich je gesehen habe. Ich bin mir sicher, es ist Daniels Lächeln. Jenes Lächeln, das mir auch in schweren Zeiten immer wieder Hoffnung macht. Ich kann nicht sagen, wie oft ich es mir in den letzten Tagen vorgestellt habe, wie oft ich versucht habe, Daniels Geruch in meiner Erinnerung zu finden, nachdem mir die Details unseres Verstecks ausgegangen sind. Doch statt dem meiner Freundin kommt mir immerzu der Duft von Gras und Wasser in den Sinn, die Erinnerung daran, wie wir uns verliebt haben. Ruckartig öffne ich die Augen, da ein wohlbekanntes Geräusch mich aufhorchen lässt. Der dumpfe Klang der Stiefel und das Schlüsselscheppern, welches kurz darauf ertönt, rufen jedes Mal eine beklommene Erleichterung in mir hervor. Einerseits bedeuten sie Abwechslung, die kurzzeitige Unterbrechung meiner Einsamkeit. Auf der anderen Seite führen Umbras Besuche mir meine Isolation regelmäßig neu vor Augen, was wahrscheinlich auch das Ziel dieser Aufenthalte ist. Seitdem man mich in diesem Betonloch angekettet hat, versucht Umbra systematisch meinen Willen zu brechen. Von Anfang an habe ich die Wut zu spüren bekommen, die in dem jungen Mann lodert. Eine Wut, die sich regelrecht auf mich als Anführer des Schattenvolks zu fixieren scheint. Dabei kenne ich noch nicht einmal den Namen des Agenten, geschweige denn den Grund seines Hasses. Umbra versteht sich meisterhaft darin, niemals zu viel und dennoch genug anzudeuten, dass meine Gedanken verrückt spielen. Gerade das spärliche Wissen ist es, das mir erst recht Angst macht. Konzentriert starre ich auf den breiter werdenden Lichtspalt, als die Tür aufgeschlossen wird. Für eine Sekunde sehe ich die hagere Gestalt Umbras und den überlegenen Ausdruck im Sehschlitz der Balaklava aufblitzen, ehe die Tür wieder hinter ihm ins Schloss fällt. Weißt du, was ich mich die ganze Zeit über frage? Die Stimme des Agenten klingt hohl, beinahe teilnahmslos. Und dennoch ist jedes einzelne Wort wie ein gut gezielter Giftpfeil. Wieso eure Mitglieder ständig kommen und gehen, wo du doch angeblich so ein guter Anführer sein sollst? Robin, oder doch besser Ronan, na? Seine Schritte und der Schemen, der nunmehr im Halbdunkel von ihm zu erkennen ist, sagen mir, dass er sich mir bedächtig nähert. Schließlich, als Umbra sich direkt neben mir mit dem Rücken zur Wand lehnt, kann ich ihn gerade noch aus den Augenwinkeln erkennen. Welche Variante bevorzugt der Herr Märtyrer? Kannst du dir aussuchen, Herr Special Agent, gebe ich zynisch zurück. Manchmal habe ich fast den Eindruck, Umbra brennt förmlich darauf, mich umzubringen. Dass er es bis jetzt noch nicht getan hat, liegt wahrscheinlich daran, dass ich mehr über Bray weiß als alle übrigen Schattenvolkmitglieder. Zu dem Thema habe ich bis jetzt beharrlich geschwiegen. Doch ich ahne, dass die anderen, die man außer mir gefangen genommen hat, den täglichen Verhören vielleicht nicht so standhalten können wie ich, ganz zu schweigen von dem Verräter. Umbra weiß verblüffend viel über das Schattenvolk, und man kann davon ausgehen, dass seine Vorgesetzten dieselben Informationen besitzen wie er. Auf der anderen Seite kann ich mir von keinem meiner Freunde vorstellen, dass sie mich verraten würden. Also das ganze Spiel nochmal, unterbricht Umbras Stimme meine Gedanken. Wo hält sich dieser Bray versteckt? Ich verdrehe genervt die Augen. Du kannst noch so oft fragen oder mir mit dem Tod drohen. Ich werde ihn nicht verraten. Interessant. Angst ist mit Sicherheit ein häufiger Grund für Verrat. Aber leider muss ich dich enttäuschen, Ronan. Es ist nicht der Hauptgrund.
verwirrt wende ich den Kopf. Umbra hat sich nicht von der Stelle bewegt, aber sein Tonfall hat sich um eine Nuance verändert. Immer wieder scheint seine Art zu reden, eine flüchtige Erinnerung wecken zu wollen. Nun aber liegt etwas Lauerndes in seinen Worten, das ich nicht einordnen kann. Der Hauptgrund ist Größenwahn. Gerade du müsstest dich damit doch bestens auskennen, so als Anführer. Ist schließlich oft genug passiert. Für einen Moment halte ich den Atem an, um ihn angespannt wieder auszustoßen. Eine andere Stimme ist schlagartig in meiner Erinnerung aufgetaucht. Corvins Stimme, die sich vor Wut überschlagen hat. Ronan, ich hab dir vertraut. Ich hatte zuerst Probleme damit, aber ich hab dir vertraut. Weil du versprochen hast, diesen verdammten Zwischenfall für dich zu behalten. Weil ich sein Geheimnis gegenüber Mel angedeutet hatte. Nervös fahre ich mir mit der Zunge über die spröden Lippen. Corvin ist damals bei der Verhaftung nicht in der Halle gewesen. Aber Stella und Mel und Jamie auch nicht, rufe ich mir in Erinnerung. Vielleicht hat er Melody zum Arzt begleitet und Stella ist mit ihnen gegangen. Worauf immer Umbra anspielt, diesen Vorfall kann er bestimmt nicht meinen. Worauf willst du hinaus? Das hohle Lachen des Agenten hallt kurz durch den Raum, bevor er sich von der Wand abstößt und sich vorbeugt. Ich rede von der Liebe, Ronan, haucht er mir ins Ohr. Deine große Liebe, Daniel. Wo hast du sie gelassen, Ronan? Hat sie dich abgeschossen oder ist sie etwa bei Jeff? Stumm blicke ich geradeaus. Mein Herz hämmert wie wild, so dass ich meine, Umbra müsste es hören können. Der jedoch scheint keine Antwort zu erwarten. Stattdessen fährt er süffisant fort. Und was ist mit Melody? Ist deine Schwester etwa auch tot? Wie Jeff und Carlos und Sarah? Weil du als Brays rechte Hand natürlich wichtiger bist als alle anderen. Ich hab niemanden verraten! Noch ehe ich mir dessen bewusst werde, habe ich den Satz schon herausgeschrien. Meinen hektischen Atem unterdrückend, fixiere ich Umbras triumphierend blitzende Augen. Wieso bist du dann so aufbrausend? Ich denke, du weißt sehr gut, wovon ich rede. Macht hat schon seit Menschengedenken zu Verrat geführt und gerade die Könige unter den Bettlern, Dieben oder auch Rebellen waren dafür berühmt. Robin. Er spricht den Spitznamen betont geschwollen aus. Dann senkt er erneut die Stimme. Aber du bist nicht besser, du bist nur die Made, die das fetteste Stück vom Speck abbekommen hat. Denk mal darüber nach. Ich spüre, wie Umbra mir etwas in die Hand drückt. Mein Abendessen. Ein zusammengeklapptes Brot und eine Feldflasche mit Wasser. Wie gewohnt löst sich für einen Moment die Last der Ketten, als der Agent die Eisen auf der anderen Seite anlegt. Wenig später wird die Zellentür erneut verschlossen. Zögernd beginne ich, das Brot näher zu untersuchen. Es ist mit Speck belegt.